Hallo und herzlich willkommen hier bei GM Garten. Heute möchte ich euch ein kleines Update bezüglich unserer Naturbrut geben. Die Glucke sitzt jetzt seit einer Woche auf 10 Bruteiern und naja, eine Woche, das heißt, heute ist Zeit zum Schieren. Wir werden uns jetzt die Eier mal angucken und schauen, wie viele denn davon auch angebrütet und befruchtet sind. Dafür werden wir jetzt einmal die Glucke aus ihrem Nest holen. Die Glucke genießt jetzt ihre Freizeit, indem sie einen Spaziergang im Gehege macht und ja, ein bisschen was trinkt, was frisst. Sie hat gerade eben Leckerchen bekommen, Mehlwürmer und Körnerfutter. Vielleicht nimmt sie noch ein Sandbad und dann geht's wieder ab ins Nest. Als nächstes holen wir jetzt die Eier aus dem Nest. Dabei sollten wir darauf achten, dass wir diese so wenig wie möglich bewegen, um das eventuell vorhandene zarte Leben im Inneren so wenig wie möglich zu beschädigen. Gehen hier sehr behutsam vor und auch gleich beim Zurücklegen. So, es ist schon mal kein Ei kaputt, das ist sehr schön zu sehen. Die Eier sind auch alle sehr schön warm. So. Wir werden jetzt nach drinnen gehen, in einen dunklen Raum. Wir haben dafür die Küche vorbereitet. Und ihr lehnt euch einfach zurück und genießt die Bilder. Wir sehen uns danach nochmal wieder. Bis gleich. Bei dem Ei jetzt sieht man das ganz gut. Dieses Ei ist auf jeden Fall befruchtet, ist extrem dunkel und da drinnen bewegt sich auch was. Man sieht da, da kommt wieder der schwarze Punkt. Es bewegt sich was, es ist Leben in dem Ei. Das war es auch schon mit dem Schieren. Also 8 Eier sind sicher befruchtet und bei 2 waren wir uns jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wir werden sie alle wieder drunter legen und schauen dann in einer Woche nochmal nach, wenn dann der zweite Schiertermin ansteht. Bisher ist das Ergebnis auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. 8 von 10 wäre super. Beim Zurücklegen gehen wir jetzt ebenso behutsam vor wie beim Rausholen. So wenig wie möglich bewegen und ruckartige Bewegungen auch vermeiden. So. Die Glucke bekommt gerade draußen noch ein kleines Leckerchen und wird dann gleich das Brutgeschäft wieder aufnehmen. So, unsere Claudi ist von ihrem Ausflug zurück und wird jetzt weiter ihre Babys ausbrüten. Wir bleiben gespannt. Hat euch dieses Video gefallen, dann gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was unten in die Kommentare, lasst mir ein Abo da und ich sag wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei GM Garten.